Good morning! Wir gehen heute nach Monaco! Voll cool! Also, wir müssen uns beeilen, wir fahren mit dem Zug und er fährt schon wieder in 10 Minuten. Ein ganz anderes Lebensgefühl. Ja, ich finde auch. Monaco gehört nicht zu den Leute. Also, das ist wie als ob wir eine Langstreckenflug nach Amerika gerade machen. Nur, dass wir halt Tunnel fahren. Schon crazy. Vor allem, ich glaube, Monaco ist echt richtig klein. Kann das ein eigenes Land sein? Ich glaube, wie so eine Stadt. Ja, aber so auf der Karte ist es echt mini. Ja, und Monaco könnte sich zum Beispiel auch nicht vergrößern, weil die nicht so viele Menschen haben, um sich mehr Land zu schaffen. Die müssen alles aufschütten. Stimmt, hast du es gelesen? Die tun jetzt in Monaco einen künstlichen Strand machen oder so oder aufschütten, dass denen ihr Land größer wird. Ja, voll gut. Also die tun jetzt, ich weiß nicht, ob die wie das machen, aber die machen jetzt vom Meer hin da mehr Platz. Entschuldigung, wie lang ist denn bitte der Tunnel? Also Leute, wir wollten warten, dass wir so den Moment aufnehmen können, wenn wir aus dem Tunnel rausfahren. Jetzt kommt's. Wir sind schon am Bahnhof, oder? Das ist ja top secret, wenn wir gar nicht so lang sind. Wie cool das aussieht. Oh mein Gott. Ja, Monaco, Monte Carlo. Wir sind am Bahnhof. Also ich hab's auch kaum, Leute, in Monaco. Am Bahnhof in the Underground. Wir checken das mal aus. Wir wollen ins Casino gehen. Besucher dürfen das von 10 Uhr bis 13 Uhr morgens anschauen und dann. So, das erste Mal frische Luft. Und here we go! Monaco! Okay, gehen wir direkt. Ja, gehen wir direkt ins Casino, oder? Oh mein Gott. Welches Schiff, welche Yacht wollen wir haben? Oh mein Gott, Belinda, die Alter. Leute, wie krass ist das, wie viele Wohnzimmer das hat. Der eine ist unser Workshop. Heftig. Ja, hallo, wenn schon, denn schon. Oh mein Gott, wem gehört das Schiff? Sollen wir das kapern? Sind wir Piraten? Also ich zeige jetzt mal das schöne Monaco, den Hafen. Da oben ist ein Schloss. Wir sind jetzt auf dieser Seite. Und Leute, das Hotel ist so krass. Das sieht aus wie ein Boot hier, wie ihr seht. So, und jetzt zeige ich euch mal mein Future Car, nämlich dieses hier. Wow! Twin Bailey und Andrea. Drehen wir uns beide gleichzeitig? Ja. Okay. Also beide nach uns. Eins, zwei, drei. Hat es halt nicht gesehen, gescheit. Wow.
Am besten fährst du jetzt einen Meter vor. Steigen Sie ein in mein Auto. Darf ich Sie mitnehmen? Ja. Darf ich Sie mitnehmen? Wollen Sie einsteigen? Ja, klar. Ich öffne Ihnen doch direkt die Tür. Oh, wow. Steigen Sie ein in mein Auto. Ich leg noch den Hüter am Boden. Ich weiß nicht warum. Aber willkommen in meinem Auto. Es kennt eigentlich auch niemand mein Auto. Also mein Auto ist das coolste Auto auf der ganzen Welt. Das weiß man ja. Hat nicht so viele PS, ne? Ich glaube 86 sowas. Ich mache mir hier wieder das zu. Aber es hat alles, was man braucht. Die schönen, schönen Lüftungen sind sehr geil mit der Klima. Ich mache sie mal auf ganz hoch. Wir fahren jetzt an den Strand und holen uns noch ein McDonald's-Eis. Heute ist unser letzter Tag hier in Nizza. Und dann genießen wir heute den Abend am Strand. Und dann geht's morgen los. Aber wir machen morgen noch ganz viel hier. Wir wollen noch joggen gehen und alles. Aber wir genießen hier jeden Tag to the fullest. Und heute ist es wieder soweit. Wir gehen zum McDonald's. Wir waren ja noch gar nicht bei McDonald's. So Leute, wir sitzen im Auto von McDonald's. Hier und ist erstmal eine riesengroße Strecke. Also Wartezeit. McDonald's ist wohl sehr beliebt. Ja, und die Oberhärte, jetzt bist du vorbeigefahren, Andreas. Kann ich nicht mehr filmen. Ja, dann film gleich. Die Oberhärte ist, wir sind jetzt bei McDonald's und der ist eigentlich sehr schön, finde ich. Schöne Dachterrasse, hier noch so ein kleines Vorterrasschen. Und am schönsten finde ich die zwei Palmen da vorne. Hallo. Belinda, alles gut. Ich glaube, ich spreche. Okay, also wir fahren jetzt hier in ein Glas McDonald's. Ja, aber hey, ich finde den jetzt mal ohne Witz. Ich finde den voll schön. Soll ich jetzt noch was Lustiges erzählen? Ja, ich muss kurz auch noch was Lustiges filmen gleich. okay. Das ist dein Video spannend, deine Scheibe beschlägt. Hast du mitgekriegt, oder? Mach ich dir mal runter. Dankeschön. Da sieht man das McDonald's noch schöner. Ich wollte jetzt gerade mit meinem Ausweis filmen. Die Andrea fährt hier das Parkschild um. Als es die Oberhärte ist, eigentlich ist es mir echt peinlich, das zu filmen. Da sind nämlich drei Menschen, die die Bestellungen aufnehmen. Fahr mal mit Kreditkarte. Und da kommt er gleich. Uiuiui, ich lass mal schon mal das Fenster runter. Jetzt müssen wir heimlich filmen, weil das ist schon peinlich. Ja, da vorne steht einer. Da ist gar nichts peinlich. Wir filmen das hier alles. Illegal. Ich wollte gerade schon mit meinem Ausweis zahlen. Und schau, hier zeigen wir ein bisschen Architektur. Hier ist so ein Mauerwerk und außenrum ist einfach ein Sonnenschutz gebaut, dass es nicht so aufheizt. Und damit das Wasser gut abläuft, hat es auch noch eine Schräge. Also alle Architekturbegeisterte, hier sind echt wunderschöne Bauten. Hallo. Jetzt ich erzähl noch was, okay? Ich erzähl heute noch was von Monaco, weil wir brauchen ja jetzt hier noch 5 Autos. Ja, bis also, lieber Videos. Leute, Monaco war richtig schön. Wir waren da ist er. Ja, da deswegen ist er. Erzähl ich und dann machst du es unaufwendig, oder? Da dann ist merkt er. Das nicht. Der steht da mit seinem iPad und tut einfach die Sachen aufnehmen. Also das ist eh der Witz, wenn ich den frage, was er für Eiskühlen hat. Ich habe keine Ahnung, ob die hier den normalen Mix haben. Doch, safe. In Spanien ja auch. Was willst du eigentlich für ein Eis? Ja, ein McFlurry. Hey, wir essen nur McSunday. Ich esse McSunday, ja. Ja, ich esse McFlurry mit Smarties. Ich esse McSunday mit Karamell. Was heißt Smarties auf Amerikanisch? Ja, auch Smarties. Und auf Französisch. Ja, also. Oh, ich will meine Kritikerin. Aber ich weiß nicht, ob das so die beste Perspektive ist, um was zu erzählen. Ja, okay. Ich will lieber noch ein bisschen meine Bauten filmen. Hallo? Ja, dann erzähl ich halt nachher, wie man. Vorhin waren die übrigens zu dritt. Also Monaco war sehr schön, wenn ich das jetzt noch sagen darf oder nicht. Monaco war echt richtig schön. Das ist voll gepflegt, das ist echt eine schöne Stadt gewesen. Es war super heiß, deswegen waren wir auch froh, dass wir wieder gegangen sind. Aber man kann richtig viel machen. Ich habe noch ein paar Tipps, die ich das nächste Mal mache, wenn ich in Monaco bin. Ja, die wir vergessen haben zu machen. Ja, aber ich weiß. Weil Andrea keine Lust mehr hatte. Ja, es war Spaß. So heiß. Wir waren darf ich die runter tun? Mir ist es echt ein bisschen peinlich, das zu filmen. Ja. Ein Hoch auf unser Late Night Dinner. Huhu.
Late Night Snack. Unser Home Beach, da sind wir jeden Abend. Da hängen wir so ab, neben dem Flughafen. Das ist unser Strand. Da fällt eine Wasserschule. Ah, cool. Yum, yum, yum. Ja. Griechen den Jogger. Good morning in the morning. Es ist wunderschön. Wir sind mal wieder wach. Hey, es ist mega. We are leaving. Ich wollte euch jetzt eigentlich noch kurz unsere Unterkunft nochmal zeigen. Billy hat ja schon die Roomtour ein paar Tage vorher gedreht. Herzlich willkommen zu einer neuen Roomtour hier bei mir zu Hause. Also komm mal mit rein. Also das war unser Zimmer in Nizza. Und was richtig geil ist, deswegen mache ich auch das Video, das Coolste an dem Haus ist hier, dass es einfach ringsherum einen Balkon hat. Oder an der Wohnung. So geil. Hammer. Wir sind auf dem Unterschiedstock mal angekommen. Ich konnte leider nicht mitfahren. Ah ja, voll mit Gepäck waren. Musste laufen. Hier, das ist unsere Unterkunft, unsere Villa. Ja, dürfen wir kommen. Ja, natürlich dürfen wir kommen, wir klingeln jetzt auch. Ja, wir sind gerade reingelaufen. Oh mein Gott. Also, liebe Leute, wir sind jetzt in unserem Zimmer in der Villa. Number 4. Warte, hat sie gesagt. Hier ist übrigens eine schöne Vase. Jetzt kann ich kommen. Hallo. Hallo zu unserem Zimmer in Venedig. Boom. Ja, also das Zimmer hat tatsächlich meine Schwester gebucht für mich, die Beli. Wir haben hier extra ein schönes italienisches, venedisches Zimmer. Ein Bett. Und ich wollte eigentlich noch die Truhe hier im Bad zeigen. Die ist auch noch spannend und spektakulär. Aber ich bin jetzt echt mega fertig irgendwie, obwohl es nur 6 Stunden waren. Und das doofe bisschen ist, dass das Wetter auch nicht so gut ist. Wir wollten eigentlich noch runter ans Meer. Aber wir wohnen direkt neben dem Bahnhof, das ist ganz gut hoch. Weil wir sind nicht direkt in Venedig. Weil wir wussten nicht, wo wir parken sollten. Da gab es wirklich nichts zu parken. Alter, mal schauen, wie ich jetzt anfange. Also unser Zeug, unsere Koffer noch rum. Aber ich mag ja so Wetter eigentlich. Beli? Ja, aber nicht um draußen zu chillen. Klar, wir müssen einen Film gucken. Hm? Aber wir haben keine Süßigkeiten mehr. Wir haben alle Süßigkeiten aufgegessen. Schau, wir nächsten Supermarkt sind M&M's haben. Voll geil. Ja, wir können wirklich einen Supermarkt, ein italienischer Supermarkt, die haben auch schon auch gute Sachen. Und gute Pasta. Schau mal, ich habe mich schon der Venediger Tradition angepasst. Die haben doch auch nur so Hüte. Und ich habe halt statt Hut. Darf ich was sagen? Ich wollte sagen, hässlicher Hut. Aber eigentlich, ja, aber eigentlich ist der voll schön geworden, weil er ist so richtig so rund, also bis halt auf die 2 Ecken. Aber er ist halt absolut nicht in der Mitte. Ich glaube, wenn er in der Mitte wäre, wäre er gar nicht so hässlich. Ja, nee, das ist auch ein schöner. Dort haben ja viele Leute so. Voll geil. Ey, so spät haben wir noch gar nicht. Drück mal auf meine Uhr. Ah, 16.08 Uhr. Und wir sind heute schon 5,13 Kilometer gelaufen. Ah ja, weil wir ja joggen waren. Und warum über 500 Kilometer gefahren. Ja, und das Doofe ist, ich war, hatte vorhin schlechte Laune, weil wir mussten 45 Euro Maut bezahlen. Ja, ich habe zu mir dann gesagt, ich muss jetzt ein YouTube-Video drehen, weil ich bin so sauer. Und dann Billy so, nö, mach später. Ja, sie saß im Auto, ich bin so sauer und so sauer. Und ich saß im Auto und mir ging es voll schlecht, weil ich fahren musste. Aber ich war wirklich sauer. Wir sind angekommen, Teppich. Ja, holen wir unser Zeug, dann können wir schauen, ob wir zum Supermarkt, was heute noch so abgeht. Billy, demonstriert euch das nochmal. Wir gehen jetzt vom Hintereingang rein. Wow. Perfekt für uns. Hui. So, und da ist sie, die Villa und unser Auto.
So, ihr Lieben, das hier ist oder war der zweite Teil von meinem Nizza-Urlaub mit der Billy. Genau, wir waren ja in Monaco und sind dann nach Venedig gefahren. Also am Ende der Teil spielt nämlich unsere neuen Villa von Venedig ab. Und ja, es geht auf jeden Fall noch weiter mit Venedig-Teilen. Die sind auch sehr cool geworden. In Venedig war es echt schön. War auf jeden Fall echt bis jetzt ein cooler Trip. Und wir waren tatsächlich noch im Supermarkt und haben M&M's gekauft. Und ja, haben die dann gegessen, haben einen Film geschaut. Und dann am nächsten Tag ist das Wetter wieder besser gewesen. Dann ging es wieder mit Venedig weiter. Also mich würde es freuen, wenn ihr dranbleibt bei der Reihe und diesem Video einen Daumen nach oben da lasst. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Tschüssi!